Willkommen zum 23.06. Das ist eine sehr dynamische, kraftvolle Konstellation, wie so eine typische Arbeitskonstellation. Die 3 und die 6 zusammen, also die 3, die gibt Schub mit Dynamik, mit Aktivierung zu tun. Die 6, Kraft, Freude, Praktisches. Das in Kombination, also wunderbar heute. Ja, wie ich immer wieder sage, Bäume ausreißen oder Nägel mit Köpfen zu machen, einfach tun, aktiv sein. Also, also aktiv, das kannst du groß, jeden Buchstaben groß schreiben. Ein aktivierender Tag, der eben empfiehlt, aktiv zu sein, genau. Jetzt sowohl für Kopfdinge, aber halt wegen dem Monat Juni eher für Praktisches, aber du kannst beides machen. Heute hier etwas Interessantes entwickeln, irgendwie Feuer bringen. Genau. Das ergibt dann heute die Kommunikationszahl 29, also 23 plus 6. Gibt 29 und ja, da macht es Sinn, wie immer, wenn in diesem Fenster, also wenn als Kommunikationszahl die 9, 19, 29, 39 auftaucht, höher ist nicht möglich, da macht es Sinn, im Gespräch da eine lebendige, anregende, stimulierende, leichte, spielerische Note einzubringen. Ist gut für Menschen, die eben sich gerne austauschen, besonders kommunikativer Art. Menschen, die am 23.06. geboren sind, ja, die sind halt ständig unterwegs sozusagen, also beziehungsweise da muss ständig was gehen, sie haben einige Willenskraft zur Verfügung, auch sowieso einige Energie, eine Kraft, auch Leidenschaft, auch, also da kann einiges gehen, also das sind in der Regel arbeitsfreudige Menschen, die können hervorragende Analytiker sein, hervorragende Programmierer, zum Beispiel für Produkte, Programme, irgendetwas entwickeln, weiterbringen, ja, mit dem Kopf, sollten aber als Ausgleich auch Praktisches tun, damit es dann nicht zu stark räuchert im Kopf oder raucht. So, genau, also sollten die berufliche Selbstständigkeit erleben, es geht ja dort sowieso mit der 3 an stärkster Stelle, sowieso um viel Freiheit in dem Sinne. Genau, also es sind sicher Menschen, die auch die Aufgabe haben, andere Menschen zu begeistern, Freude zu machen, Feuer zu bringen, ja, vielleicht in den Arsch zu kneifen, also bei anderen, wenn da Stillstand herrscht oder so. Genau, also das Anregen, das Aktivieren, das könnten zum Beispiel als Aktivisten auftreten und so weiter und so fort. So. Also, die letzte Rubrik noch dazu, Sie können eine Verbindung haben zu Menschen, die am 29. geboren sind oder an einem zum Beispiel am 25.04. oder auf die Tageszahl bezogen, zum Beispiel am 20.03. oder 19.04. Okay, das war's wieder für den heutigen Tag. Ich wünsche dir anregende Stunden. Und bis bald. Ciao.